Myome sind gutartige Knoten in der Muskulatur der Gebärmutter. Wenn sie zu groß werden oder an ungünstigen Positionen liegen, können sie zu Symptomen führen. Symptome, die für das Vorliegen von Myomen in der Gebärmutter sprechen, können sein: eine verstärkte Monatsblutung, eine verlängerte Monatsblutung, eine schmerzhafte Monatsblutung und auch Zwischenblutung. Oder ein Druck auf die Blase oder den Darm, der vor allen Dingen zum Zyklusende besonders stark auftritt. Bisher wurden Myome vor allen Dingen per Schnitt an der Gebärmutter entfernt, entweder durch die Gebärmutterhöhle oder minimalinvasiv über die Bauchhöhle. Heutzutage gibt es ein sehr schonendes, schnittfreies Verfahren, bei dem wir über eine Sonde in die Gebärmutterhöhle eingehen, die Myome gezielt per Ultraschall aufsuchen und erhitzen. Dann, nachdem sie abgestorben sind, werden sie vom Körper restfrei abgebaut und so haben wir keine Narben in der Gebärmutter und auch ein Kinderwunsch kann ganz zeitnah umgesetzt werden.